Jo, ein Willkommen. Weißt du noch dieser rote Glanz, Worthy Bird? Ja. Tom und die Jungs haben ihn aufgetankt und jetzt steht er für dich bereit. Wirf das hier hoch, dann wirst du abgeholt. Tom wird auch Signalgranaten vorrätig haben. Okay, danke schön. Findest du es seltsam, dass ich noch nie die Oberfläche gesehen habe? Hey, Sean. Papa, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Stimmt das? Hast du wirklich das Institut in die Luft gesprengt? Warum denn? Es war gefährlich, Sean. Für alle im Commonwealth. Ja, das hat mir Tom auch gesagt. Solange du mich nicht verlässt, ist alles okay. Du wirst mich doch nicht verlassen, oder? Keine Sorge, Kleine. Ich bin für dich da. Okay, bevor ich es vergesse. Vater, hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Ich hab's mir nicht angehört, aber ich glaube, es ist wichtig. Oho, ohohoho, das hören wir uns doch sofort an. Vorausgesetzt, ich find's. wo ist es denn? Hier. Wenn du das hier hörst, sind sämtliche Konflikte zwischen uns beendet. Ich habe keinen Grund zu glauben, dass du mir den Wunsch erfüllen wirst, den ich gleich äußern werde. Aber ich will es dennoch versuchen. Dieser Junge, er hat Besseres verdient. Er wurde so programmiert, dass er glaubt, dass er dein Sohn ist. Ich hoffe, dass du ihn zu dir nehmen wirst. Ich möchte nur, dass du ihm eine Chance gibst. Eine Chance, Teil der Zukunft des Commonwealth zu werden. Wie auch immer die aussehen mag. Ach Leute, haltet doch mal die Schnauze. Okay, das war's schon. Ja, also ich dachte, meine Vermutung war richtig, dass der Kleine tatsächlich nur ein Sünd ist und nur glaubt, dass er unser Sohn ist. Aber für die Leute, die vielleicht auch so denken wie ich, wo man sich dann vielleicht denkt, oh ja, vielleicht denkt er doch nicht nur so, vielleicht ist das auch wirklich und man wollte mich eigentlich die ganze Zeit nur veräppeln. Allerdings versuche ich mir tatsächlich jedes Mal in den Kopf zu hämmern, dass es wirklich so ist, wie es halt von dem Spiel genannt wird, weil wenn das nicht so wäre, würde man zum Beispiel Hinweise bekommen oder es würde aufgeklärt werden. Ich meine, man kann auch locker hergehen und kann sagen, ja, die haben mich bestimmt nur verarscht. Der alte Sack war bestimmt gar nicht mein Sohn, sondern der Kleine ist ja mein Sohn. Und so viel Zeit ist mit Sicherheit auch gar nicht vergangen. Und, man kann dann zum Beispiel auch sagen, ja, Kellogg war dann doch nicht so alt und war auch nicht lebensverlängernde Methoden etc. pp., was da halt alles genannt wurde. Da lässt das Spiel oder die Spiele ganz gerne auch mal einen einfach im Dunkeln, wenn sie gar nichts dazu sagen. Aber ich vermute mal tatsächlich wirklich, dass das nur ein Sünd ist, weil was hat denn bitte jetzt unser Sohn noch für einen Grund, uns in dieser Hinsicht so anzuschwindeln? Der hat im Grunde eigentlich keinen Grund mehr. Das ist seine letzte Aufzeichnung. Der ist ja mit in die Luft geflogen, auf gut Deutsch gesagt. Und in der Hinsicht macht es überhaupt keinen Sinn, dass er uns dann immer noch anlügt. Du bist schon was Besonderes. Ich denke mal, wäre es so, wie ich gedacht habe oder gedacht hätte, dann hätte er im letzten Holoband vielleicht gesagt, ja, es tut mir leid, aber du hattest recht, ich bin gar nicht dein Sohn, sondern der kleine Bub da ist eigentlich dein Sohn, bla bla bla. Ich denke mal, dann wäre das so dann eher verlaufen. Gut. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier diese Folge noch zu Ende mit Sachen, die, wo wir für die Railroad machen können oder erkunden noch ein bisschen was weiß denn ich. Und ich würde dann sagen, in der nächsten Folge beginnen wir dann mit dem Institutende und das Bruderschaft und Minuteman-Ende muss ich ja im Grunde eigentlich eine ganze
Ecke zurückspulen. Hier, das geht eigentlich relativ schnell. Und das Institutende ist so das einzige Ende, das mich erstmal richtig fett interessiert. Und ich glaube, das werde ich dann vielleicht im Anschluss noch direkt machen. Und werde das vielleicht auch noch direkt mit hochladen, wenn ich schon mal dabei bin. Weil, naja, wenn schon, denn schon. Ne? Das Bruderschaft-Ende und das Minuteman-Ende werde ich auch noch hochladen. Nur wann, weiß ich halt nicht. Weil, wie gesagt, nach, keine Ahnung, 280 Folgen hat man dann, glaube ich, erstmal genug Fallout 4 gespielt. Von daher, gut. Ja, war jetzt eigentlich diese Sequenz, die wir da jetzt vorhin hatten, war das jetzt eigentlich die Endsequenz? War das das Ending? Oder war oder gibt's kein... gibt's da jetzt überhaupt irgendein Ending oder geht's jetzt einfach nur genauso weiter wie vorher? Ich weiß das jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich vermisse ehrlich gesagt gerade so ein bisschen der Moment, wo man sagt, boah, jetzt kommt der Abspann. Damit haben wir es geschafft. Und dann kommt die Frage, ja, willst du weiterspielen oder willst du nicht weiterspielen an derselben Stelle? So wie es beispielsweise ja bei Pokémon ist, wo es dann erstmal so einen schönen Abspann gibt. Und dann wird gestartet und dann kannst du praktisch da weitermachen, wo du aufgehört hast. So würde ich mir da das auch wünschen, einfach nur um den Cut zu setzen, ne? Dass man sagt, okay, jetzt ist das Spiel durch, jetzt hat man es durchgespielt, kann aber ganz normal weitermachen. Das ist so das, was mir gerade fehlt, ehrlich gesagt. Wir haben es geschafft. Gut, du bist zurück. Wir haben es wirklich jetzt, geschafft. Wo das Institut der Vergangenheit angehört, sichern wir heimlich zentrale Punkte, um den Transport der Synths aus dem Commonwealth zu beschleunigen. Wir müssen das langsam und ruhig angehen. Huch. Wenn sie weg sind, müssen sie den Rest ihres Lebens in Sicherheit sein. Nach alledem sollten wir besser kein Risiko eingehen. Mit dem Ziel vor Augen sind schon viele Fehler passiert. Pam oder Carrington könnten auf jeden Fall deine Hilfe gebrauchen. Keine Pause für die Bösen. Oh, wie aufregend all das doch ist. Carrington? Man sollte Statuen von dir errichten. Oh, ich fühle mich geehrt. Ich sag den Leuten immer, die Railroad hätte die Carrington. Carrington, was du erreicht hast, was wir erreicht haben. Nun, leider wartet noch immer neue Arbeit. Trotz Toms Bemühungen haben wir einfach zu viele Leute zu schnell aus dem Institut gebracht. Eine erhebliche Menge Synths und anderer Flüchtlinge wurden an beinahe zufällige Orte teleportiert. Diese armen, desorientierten Seelen sind leichte Beute für Fanatiker und andere. Wenn du dir mal nicht gerade selber auf die Schulter klopfst, könntest du ja Synths helfen, die in Gefangenschaft geraten sind. Okay. Was für ein Arschloch. Synths zu befreien ist mein Job. Dachte mir schon, dass du sowas sagst. Gib dem befreiten Synth dieses Care-Paket. Es bringt sie nach Bunker Hill, von wo aus sie weitergeleitet werden. Möglicherweise landen sie dann in deinem Unterschlupf Mercer. Alle anderen Unterschlüpfe sind bereits mehr als voll. Viel Glück. Okay. Lager Candle. Rette den Synth. Das erinnert mich. Beim Commonwealth haben wir wirklich. Das erinnert mich hier gerade so ein winzig kleines bisschen an die Flüchtlingssituation, wo wir vor ein paar Jahren hier noch in Deutschland hatten. Er sagt, alles ist überfüllt, alles ist voll. So, ich muss erst mal das Ding hier suchen. Wo ist denn das? Wo ist denn das Lager? Da unten irgendwo. Ah, hier. Ach, gehen wir eigentlich mal dahin. Da ist abgeschlossen. Da erwartet uns hoffentlich keine ganz böse Überraschung. Aber ich finde das so ein bisschen schade, dass es hier offensichtlich keinen Abspann gibt. Sondern der Abspann ist scheinbar diese Endsequenz. Und, das war es scheinbar auch. Ich hätte mir tatsächlich so einen Abspann, so einen Cut einfach gewünscht. Weil da konnte ich ja auch meine Gedanken zu dem ganzen Spiel und so konnte ich ja nicht fassen in dem Moment, weil da war ja auch Gespräch und Low hat ja da seine Gedanken geäußert, da konnte ich ja schlecht die ganze Zeit dazwischen quatschen. War also nicht ganz so optimal.
Oh doch, er kommt hoch. Wow. Hallo, Leute. Bäh. Schön kannst du springen gehen. Jetzt. Bleib doch mal stehen, du blöde Kuh. Ach, hallo, da bist du ja. Du bist jetzt in Sicherheit. Das hier enthält Informationen darüber, wie es weitergeht. Was willst du denn? Wie komme ich denn da hin? Hol sie dir! Ich will da hoch, Mann! Wie komme ich denn da hoch? Oh, hi! Mai, wo sieht denn der überall die Leute, sag mal. Ich sehe dir. Ah. So. Ach, guck. Ich sehe dir trotzdem. Ah, du bist aber so dämlich hinter der Wand. Da sehe ich, da komme ich nicht ran. Weißt du mal, wo du hin willst? Ja, wow. So. Jetzt aber. Gut. Muss ich wieder zurück? Sichere das Versteck. Erstatte Carrington Bericht. Sieht so aus. Sind das jetzt auch nur so ganz öde Nebenmissionen nur noch? Ich meine, gut, die Hauptstory im Grunde haben wir eigentlich komplett abgeschlossen, ne? Viel bleibt da, glaube ich, nicht mehr übrig. Viel, glaube ich, bleibt da tatsächlich nicht mehr übrig. Was? Was willst du? Desdemona. Aufgepasst. Der Patriot hat es nicht aus dem Institut rausgeschafft. Er ist bei der Evakuierung gestorben. Haben wir uns verstanden? Der Patriot? Was ist mit Liam geschehen? Ich weiß es nicht genau. Und du auch nicht. Lies diesen Brief und dann vernichte ihn. Wir werden nicht mehr darüber reden. Okay. Ach so, der Typ, der wo die geschleust hat. Der Typ, der die geschleust hat. Irgendwas mit Patriots Brief? Patriots Abschiedsbrief. Du hast mich verraten. Mich. Nach allem, was ich für dich getan habe. Ich habe dir vertraut. Ich habe alles aufs Spiel gesetzt, um den Synths zu helfen. Um dir zu helfen. Und dann? So zeigst du dich dafür erkenntlich? Mein Vater ist tot. Meine Lieben und alle, die mir etwas bedeutet haben, wurden in diesem kargen, verstrahlten Drecksloch pulverisiert oder sind verschwunden. Deinetwegen. Du hast mir mal leid getan. Du hast deinen Sohn verloren. Hast keinen Moment seines Lebens mit ihm gemeinsam erlebt. Jetzt wird mir klar, dass dir das Recht geschehen ist. Ich kann mich nicht mehr ertragen. Da ich so dumm war, dir zu vertrauen, habe ich die größte Chance der Menschheit vernichtet. Wenn es in dieser Welt so etwas wie Gerechtigkeit gibt, wirst du in deinem hoffentlich kurzen und elenden Leben nachts nie wieder schlafen können. Okay. Das ist mir jetzt so ein bisschen unbegreiflich. Ich meine, der hat uns doch geholfen, die rauszubringen. Oder wollte der nicht, dass wir das alles in die Luft jagen? Entschuldigung. Weißt du, wir wussten vielleicht, dass der Angriff auf das Institut seinen Preis hätte. Wir haben viele verloren. Große Helden wie High Rise und Glory. Aber auch viele andere. Aber dieser letzte Schlag ist ein besonders schmerzhafter und unfairer. Der Patriot. Viele Jahre lang war der Patriot unsere Geheimwaffe. Er half Dutzenden Synths bei der Flucht in die Freiheit. In einer Zeit, als jeder Sieg gleichermaßen kostbar und gefährlich war.
Und sein letztes Opfer hat uns geholfen, ein neues, besseres Leben für ein ganzes Volk einzuleiten. Wir werden ihn an einem Ehrenplatz begraben. Das wäre alles. Wenn du was findest, wisch erst das Blut ab. Hey, der sucht nach dir. Ich kann nicht glauben, dass er so das haben wir jung war. Was für eine Verschwendung. Der ist doch, der hat sich doch einfach nur verkrümelt. Oder ist er wirklich tot? Ich glaube eher, das ist nur ein Sünd gewesen. Der Patriot. Ein Sünd erfolgreich in Sicherheit gebracht. Ich spare es mir, dich mit noch mehr Lob zu überschütten. Du bist all die Superlative mittlerweile sicher leid. Ja, irgendwie schon. Oh, schon wieder Level up. Yay. Schon wieder ein Level up. So, dann bauen wir das hier mal weiter aus. Oh, dein Körperteilschaden wird vollkommen aufgehoben. Das nehme ich doch mit. Dann können wir ja, glaube ich, auch nicht mehr verkrüppelt werden, oder? Wenn da der Körperteilschaden komplett aufgehoben ist. So. Bestätige Anwesenheit der abtrünnigen Variablen. Datenausgabe. 3 bestätigte Berichte über Runner, die den Zusammenbruch der geografischen Region namens Institut überlebt haben. Einige oder alle Runner werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 84% in Einsätze der Railroad eingreifen. Fazit: Die Runner müssen eliminiert werden, um die Einsatzelemente der Railroad zu schützen. Hört sich logisch an. Die Logistikschaltkreise dieser Einheit sind voll funktionsfähig. Das Ziel Runner Alpha befindet sich mit Zyns älterer Generation an einer befestigten Position. Eliminieren Sie die Runner-Variable und lassen Sie niemanden am Leben. Ende der Diskussion. Okay. Reb Yachthafen. Eliminiere den Runner. Da oben irgendwo. Hier. Oh, guck mal, hier war ich sogar schon. Okay, aber erst speichere ich. Ja, es scheint jetzt tatsächlich alles nur noch so Nebenbei-Quests zu sein. Also wir haben offensichtlich das Spiel durch. Die Endsequenz war wahrscheinlich sowas wie der Abspann. Aber ich hätte trotzdem ganz gerne einen richtigen Abspann. Ich müsste vielleicht mal schauen, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt. Oder ob ich so einen Abspann einfach mal laufen lassen kann. Einfach um mal diesen, ja, ich habe das Spiel besiegt, sage ich mal, einfach zu haben. Und ja. Und ich schätze mal, wenn man dann für das Institut oder so das Ganze gemacht hat, hat man dann auch irgendwie Nebenquests fürs Institut dann die ganze Zeit. So, Freund. Ich sehe den guten John. Toll. Und ich muss natürlich komplett außen rum, damit ich da reinkomme. Super. Kann er nicht einfach irgendwie da einen Laserschneider das aufschnibbeln? Au, 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 au. Ach, guck. Da macht sich der gute Mann doch unsichtbar. Hey, du siehst aus wie Kellogg. Nein! Hallo, bleib hier. So. Der sieht aus wie Kellogg, so ein bisschen. So, das war's schon. Ja. Das ist jetzt das, was wir die letzten 300 Milliarden Jahre jetzt noch machen. Das wird mega interessant. Das wird mega interessant. Und ich glaube, wenn wir das Institut, den Institutweg wählen, dass wir dann selber irgendwie Synths bauen, dass wir dann selber irgendwie die Aufträge vergeben. Ist halt nur schade, dass Sean dann halt nicht mehr da ist. Stählende Bruderschaft aus den Gleichungen der Voraussagen für das Commonwealth entfernt. Begleiterscheinung. Die Überbleibsel besagter Organisation sind nun eine hochgradig unvorhersehbare Teilmenge menschlicher Akteure. Warnung. Aufgrund dieser Änderung an der prädiktiven Matrix droht den Einsätzen der Railroad ein unbekanntes Risiko. Lösung? Entfernung der Bruderschaft-Variable. Ja, das dachte ich mir auch. Hört sich an, als müsste man sich um die kümmern. Bestätige. Eine Patrouille wurde gesichtet und identifiziert. Zieldaten erteilt.
Das habe ich mir gedacht. Missionsergebnis erfolgreich vorhergesagt. Warnung. Extrem hohe Wahrscheinlichkeit für die Entdeckung weiterer Runner. Belohnung für Dienste erteilt. Desdemona hat einen Einsatz für dich. Oh Gott. Desi, wo bist du? Du bist Desdemona. Schon was Besonderes. Jetzt, da das Institut Geschichte ist, bewerten wir unsere laufenden Einsätze neu. Und die L&L-Bande ist derzeit unsere größte Bedrohung. Glory hat mich schon seit Jahren gedrängt, um sie zu kümmern. Offenbar bekommt sie jetzt endlich ihren Willen. L&L? Wie ist diese L&L-Bande? Sie sind eigentlich gar keine Bande. Eher ein loser Zusammenschluss von Raidern, was sie vom üblichen Abschaum unterscheidet. Sie machen sich einen sadistischen Spaß daraus, Synths zu finden und hinzurichten. Wir haben über die Jahre sogar mehr Synths an sie verloren als an die Runner. Okay. Mir fehlt Glory ebenfalls, Desdemona. Wenn sie das doch nur erleben könnte. Wir haben eine Spur zu einem der Leithunde von L&L. Lucky Tatum. Schnapp ihn dir. Zu den Matratzen. Okay, von dieser L&L-Bande habe ich überhaupt noch nie gehört. Töte Lucky Tatum. Die Automatoys, Ruin von Quincy. Ach, komm, da? Da porte ich mich aber hier hin, das ist abgeschlossen. Ja, das Einzige, was wir jetzt irgendwie die nächsten 300 Milliarden Jahre machen dürfen, ist Raider killen, wie üblich. Die Reste der Bruderschaft und die Reste des Instituts auszulöschen. Und diese L&L-Bande kommt jetzt auch noch neu dazu. Ja, großartig. Und das ist alles, was wir jetzt in dem Spiel noch machen? Mehr gibt's jetzt nicht mehr? Okay, vielleicht noch ein bisschen erkunden, das, was noch gefehlt hat. Aber mehr gibt's jetzt nicht mehr? Was hilft dabei, den Kontrollpunkt zu verteidigen? Was? Ja. Oh. Ach, ich glaube, hier war ich schon mal. Ich glaube, ich erinnere mich. Da ist nichts mehr. Meinst du, ja? Och, bleib doch mal stehen. Oh. Tschüss. Kopf runter, Sir. Da schießt auf So, Freunde. Steh mal bitte auf, mein Freund, und lauf mal weg. Und dann kann ich mich direkt wieder zurückporten. Da. Weißt du, so ganz hinerfotzig einfach hinlaufen. Mit der Sniper wegschießen. Mit der Sniper wegschießen und wieder zurück. Ist doch ein super Plan, oder nicht? So, und hier war noch irgendwas mit der Bruderschaft. Eliminiere. Hilft dabei den. Ach so, das war bei Longfellow City. Ja, da muss ich ja nach Far Harbor. Da habe ich bestimmt keinen Bock drauf. So, dann machen wir die Patrouille noch weg, wenn wir eh schon da sind. Oh yeah. Die ist in einem kompletten Gebiet, wo ich noch niemals war. Was bist du denn? Ein Stechflügler. Das aggressivste Fluginsekt des Commonwealth. Setzt seinen Giftstachel unbarmherzig ein. Oh, wir haben ja auch schon gleich 6 Uhr morgens. Juhu, in einer halben Stunde kann ich endlich loslaufen. Aktuell geht es meinem Bauch und so eigentlich ganz gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe nämlich nicht sonderlich große Lust, mit tierischen Bauchschmerzen und keine Ahnung was ins Kaufland zu marschieren. Weil erstens, das geht so ein bisschen bergauf. Ist sehr anstrengend, weil ich habe halt auch ein relativ Gewicht, ne? Und
Ja, es ist ein relativ langer Weg auch. Also es ist nicht nur ein bisschen bergauf, sondern es ist auch noch ein relativ langer Weg. Und der nicht gerade unanstrengend ist. Also ich bin da locker mal eine halb, dreiviertel Stunde unterwegs, bis ich da oben ankomme. Dann muss ich hier einkaufen, dann muss ich auch wieder zurücklaufen. Von daher, ja, und morgen geht's dann in Lidl und Aldi für den Resteinkauf. Das meiste habe ich Gott sei Dank schon. Der verreckt gerade von alleine. Au, au, au. Alter, Alter. Au. Das war schon. Oh, Alter, warum? Alter, wo kommt denn dieses ganze Red her? Boah, ist das böse. Was ist das denn hier? Ist das das Haus? Kotzi, komm mal bitte her. Ich brauche mal was. Brauche mal deine Unterstützung. Wo ich denn... hier. Und jetzt... Ah, ich finde das cool, dass man das aufgeskillt hat. Ach, schön. Ich glaube, ich muss da mal so ein Red-X nehmen und muss mir das hier mal angucken, weil hier war ich ja auch noch nicht, ne? So. Und es ist schon wieder... Nee, diesmal ist voll. Diesmal ist alles... Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, einmal ein Red-X und ich will wissen, was ist das hier? Oh. Ah ja, stimmt, ne? Da geht ja eigentlich auch nichts mehr kaputt. Weil ich das ja auch geskillt habe. Oh. Guten Tag. Oh, nein, da wollte ich noch gar nicht rein. Aber trotz dass ich so ein Red Eggs genommen habe, was das einfach... Ich weiß es nicht. Ich kenne das nicht. Ich war hier noch nicht. Ein Rüstungswerk. Ein Aggressotron. Ach, guck. Wäre ich jetzt auf diese Badezimmerwaage getreten, wäre das Ding, glaube ich, wach geworden. Guck mal, ich kann meinem Sohn einen Ball mitbringen. Ah, nee, das war ein Globus. Ah! Was zum Teufel? What? Oh, Elektroblaster-Nachricht 21. 28. März. 15. März. April. Also das hier ist das erste. Was ist das hier? Coral, ich bin's. Ich weiß, dass du da bist, also mach auf. Die Jungs haben dich gestern gesehen. Also, die warten nicht, ich warte nicht. Wir verschwinden am Morgen. Also hör auf, den Einsiedler zu spielen und sei bei Sonnenaufgang bereit. Okay. So, 28. März. Was zum Teufel ist los mit dir? Du kannst nicht einfach so verschwinden. Mir egal, hinter wie vielen Fallen du dich auch versteckst, Coral. Wir sind noch da. Er ist dein Kind, nicht meins. Also reiß dich zusammen und komm zu uns, wenn du mit dem Mist hier fertig bist. Okay. Vielleicht bist du vor langer Zeit auf was gekommen und ich erfahre es erst jetzt. Es war nicht fair, Coral. Gäbe es nicht das Kind. Ja, na klar, Kleiner. Ich habe auch Hunger und hier gibt es nichts für uns. Gehen wir. Hä? Was auch immer. Gut. So, was haben wir hier? Turmsteuerung. Aggressotronsteuerung. Oh.
Wahnsinn. Das hat's ja gebracht. Das hat's ja vollgebracht. Okay, das war's wohl. Oh, guck mal. So, aber bevor ich hier durchgehe, brauche ich wieder ein... Sonst haut's mich da direkt vom Hocker wahrscheinlich. Das muss ja schließlich auch nett sein. So, ich würde sagen, wir erkunden das hier noch fertig, geben dann bei der Railroad noch die Quests ab und dann bei der nächsten Aufnahme fange ich dann mal mit dem Institutweg an. Achten Sie auf den Geigerzähler. Ja, ja. Ich vermute tatsächlich auch, dass man die Minutemen im Grunde eigentlich überhaupt nicht ausrotten muss. Ist nur meine Vermutung. Dass man vielleicht, wenn man zum Beispiel der Bruderschaft dann seine Verschriebenheit erklärt, dass man die Railroad ausrottet und das Institut und die Synths. Aber ich glaube, die Minutemen bleiben davon nicht betroffen, weil im Grunde sind die ja eigentlich keine wirkliche Gefahr für die. Und bei den Minutemen, ich weiß nicht, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich traue denen jedenfalls nicht zu, dass die hergehen und sagen, ja, jetzt rottest du einfach mal komplett alles aus, was hier liegt. Das heißt, du rottest jetzt Bruderschaft aus, du rottest jetzt die Railroad aus, du rottest jetzt das Institut aus. Das glaube ich nicht. Das traue ich den Minutemen ehrlich gesagt gar nicht wirklich zu. Ich glaube eher, das ist dann so ein, ja, so neutral, so komplett neutrales Ende. So alle machen, was sie wollen. Minutemen halten sich eher zurück. Sind dann eher dafür, dass sie einander helfen oder irgendwie sowas. Ich glaube, so ist ein bisschen das Gefühl. Na, da drüben ist noch irgendwas. Sieht aus mal wieder wie so ein radioaktiver Teich oder sowas. Das will ich mir noch angucken und dann gehen wir zurück. Ja, das sieht ganz so aus wie so ein radioaktiver Teich. Mass Fusion Endlagerstätte. Oh, Alter, wie böse. Eine Endlagerstätte. Hier hat also Mass Fusion den ganzen atomaren Abfall hingekippt die ganze Zeit über. Super. Alter, guck mal hier die ganzen Fässer. Ach du Scheiße. Oh ja klar. Und was lebt hier? Supermutanten. Natürlich. Natürlich. Wieso auch nicht? Ne, da werde ich jetzt aber nicht hingehen, weil... Was das denn? Da werde ich jetzt nicht hingehen. Da habe ich keine Lust drauf. Aber guck mal, hier haben wir noch voll viel. Ich vermute mal, wir sind ja genau an dieser Stelle, wo wir noch nichts erkundet haben. Hier haben wir jetzt ein bisschen was, aber ich glaube, da unten fehlt tatsächlich auch noch. Dann müssten wir eigentlich hier im leuchtenden Meer ja auch noch ein bisschen weiter erkunden. Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. So, ich gehe jetzt einfach zurück zur Railroad, gebe da die Quests ab und dann würde ich sagen, war das der Weg der Railroad? Den Speicherstand der Railroad, den hebe ich natürlich auf, weil das ist unser Hauptstand. Das andere, bei dem anderen, da schaue ich ja einfach nur. Tom braucht dich. Der nervt mich ständig damit. Jedes Mal, wenn ich mich hier teleportiere, willst du irgendwas? Oh, fehlgeschlagen. Alles klar. Naja, mir soll es egal sein. Interessiert mich nicht. Ich habe die Patrouille erledigt, Pam. Agent hat erwünschten Zweck erfüllt. Starte Verabreichung Pavlovscher Konditionierung. Dankeschön. Wow, das gab ja voll viel EP. So, wo ist denn die gute Frau? All die Opfer, die Gefallenen. Letztendlich hat es sich ausgezahlt. Lucky Tatum ist tot. Gut, wenn wir eine weitere Spur der L&L-Bande haben, gebe ich dir Bescheid.
zu den Matrozen. Na, das gab schon ein bisschen mehr, aber so überragend viel war das jetzt auch nicht. Ist das nicht? Oh ja, das haben wir geschafft. Ja, der zieht sich auch alle zwei Minuten um. Die Sons sind gerettet und wir beide sind noch am Leben. Und wie geht's jetzt weiter, Bullseye? Hast du irgendwelche Ideen? Wir gründen unsere eigene Band. Retter des Commonwealth. Ich wollte schon immer... Der schiebt mich hier durch die Pampa. Irgendein alter Philosoph hatte mal die Theorie, dass die Leute aus dem Metall bestehen, das ihren Charakter beschreibt. Und du bist ein echtes Goldstück. So. Jo. Ach ja, was mir noch einfällt. Ich habe ja eine ganze Menge Zeug abgesahnt. Ne? Unter anderem ein paar legendäres Zeug, das mich mir ja noch angucken muss. Da, hier. Hier zum Beispiel. Verwendet automatisch alle 60 Sekunden ein Stimpack, wenn du getroffen wirst und deine Gesundheit bei 25% oder weniger. Brauche ich nicht, dafür habe ich Kotzi. Was haben wir hier? Alle 20 Sekunden eine Chance von 30% Nahkampfangreifer in Brand zu setzen. Ja. Ach du Scheiße. Alter, jede Menge Power-Rüstungsteile. Da sieht man mal, wie viele Bruderschaftsmitglieder wir gekillt haben. Haben wir denn legendäre Waffen gekriegt? Ach ja, genau. Erhöhte Feuerrate. Ja, das ist aber eine Waffe, die ich niemals nutzen würde. Ich habe ja schon die Harpunenknarre rausgenommen. Superhammer brauche ich auch nicht. Oh, aber guck mal, Alter, das Gewicht. Ich glaube, ja, da wir ja jetzt eh schon bei 36 Minuten sind, ich in einer halben Stunde ja losmarschieren möchte, würde ich sagen, ich mache hier mal Schluss mit der Railroad-Formation. Mach dann offline ganz schnell dann in Sanctuary Hills meine Taschen leer. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge beim Institutweg. Ne? Also macht's gut. Tschüss.